Die iSmart Factory bei Matzak, wie wir den Industrie 4.0 Begriff bei uns geprägt haben, ist in unseren Werken in Japan schon lange im Einsatz. Wir haben da die gleichen Herausforderungen, die wir auch in Deutschland sehen. Alterung der Bevölkerung, Fachkräftemangel, und vor diesem Hintergrund ist es in Japan schon sehr früh eingeführt worden. Für uns ist das iSmart Factory Konzept die Bereitstellung der Maschinendaten in einem aggregierten Zustand, aber mit einer klaren Sicherheitstrennung, die wir dadurch gewährleisten, dass wir Cisco Hardware mit dem sogenannten FOC Computing Konzept einsetzen. Das heißt, die Sammlung der Daten findet in der Fertigung, in der Produktion statt. Der Transport in die Büroumgebung, in das Kaufmännische, wird dann über Cisco Hardware und dementsprechende Sicherheitsprozesse gewährleistet. Das heißt, für uns bedeutet iSmart Factory einfach Effizienzvorteile in der Produktion, die wir selber auch schon gehoben haben. Ja, diese Maschine ist eine von vielen, die wir im Moment auflegen, mit additiven Fertigungsverfahren in Kombination mit einem subtraktiven Fertigungsverfahren. Wir stehen jetzt vor einer Variaxis-Maschine. Das ist eine der Matzak-Maschinen im Fräsbereich, ein 5-Achs-Fräszentrum. Wir arbeiten hier mit einem Wire-Arc-System. Das ist ein Beschichtungskopf, der direkt an der Spindel aufgesetzt ist. Und wir können hier in einem hohen Geschwindigkeitsmaße Material auftragen. Das geht dann hin zu einem sehr 3D-konturnahen Auftragen und können dann über Zerspannung dementsprechend Oberflächengüten herstellen und auch wieder abtragen. Wir haben dieses Konzept nun auf mehreren Maschinen umgesetzt und das wird in Kürze wahrscheinlich Produktportfolio übergreifend anzubieten sein. Wir sehen hier ganz große Vorteile im Bereich der Erdölindustrie, im Bereich der Ersatzteile im Allgemeinen, in der Schifffahrtsindustrie. Dort sehen wir Einsatzgebiete, um kurzfristig Teile herstellen, bereitstellen zu können. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren die meistgestellte Frage gewesen in unserer Industrie und sie ist auch zurechtzustellen. Ich glaube, wir werden in der Optimierung der einzelnen Zerspannungsverfahren weniger Technologiesprünge sehen. Wo wir aber weiterhin deutliche Sprünge sehen werden, ist in der Kombination von Verfahren. So wie gerade beschrieben, die Additive in Kombination mit der subtraktiven Fertigung, aber auch die Integration von Schleifprozessen beispielsweise spielen da eine deutliche Rolle. Und im Gesamtkonstrukt natürlich die Vernetzung der Maschinen miteinander, wo wir noch deutliche Effizienzvorteile sehen. Das ist für mich eine ganz klar zu beantwortende Frage. Die japanischen Werkzeugmaschinenhersteller setzen weiterhin auf ein hohes Maß an eigener Fertigungstiefe und das auch bevorzugt in den eigenen Fabriken, aber international. Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie setzt dort mehr auf eine Zuliefererzusammenarbeit. Dort geht es mehr um eine Endmontage als um wirklich die komplexe Fertigungstiefe, die japanische Werkzeugmaschinenhersteller abbilden. Matzak an sich selber bietet hier noch einen weiteren Vorteil. Das Unternehmen ist für ein japanisches Unternehmen sehr international ausgerichtet und setzt mit sehr hohem Vertrauen auf die eigene Geschäftsführung in den lokalen Organisationen.